Herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Hier geht es um das Thema Kopfgelenksinstabilität, Instabilität des ersten, zweiten, dritten Halswirbels. Mein Name ist Uli Gottfried, ich bin Betroffener und Patient. Ziel dieses Kanals ist es, einen Wissensaufbau durchzuführen in dem Bereich über Interviews mit Experten, aber auch Tipps und Tricks oder Erfahrungen von mir, die ich hier gern schildern möchte, um ja, euch den Weg zu verkürzen. Heute geht es um die Behandlungen, die ich die letzten 3 Jahre durchgeführt habe. Ich möchte hier nochmal auch schildern, wo ich gerade im Moment dran bin und habe deswegen wie immer eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt gern mit euch teilen möchte. Und ich habe das hier auf so einem Zeitdiagramm mal dargestellt. Also der Exodus war bei mir ja im Mai 2020. Ich habe hier leider eine falsch eingestellte CMD-Schiene bekommen. Die hatte hinten keinen Aufbiss, war komplett falsch eingestellt. Der Zahnarzt hat mir gesagt, das ist so. Und hat aber gar nicht gemerkt, dass ich hinten keinen Aufbiss hatte. Ich habe nicht gewusst, dass eine Schiene ganz, ganz wichtig ist, dass die Zähne hinten Aufbiss haben. Und innerhalb von 2 Wochen gab es so eine komplette Verkrampfung bei mir der ganzen Muskulatur im Nacken mit extremen Schmerzen. Und dann kam über Nacht der Exodus bei einer dummen Bewegung eine brutale Schwindelattacke bekommen. Und wir haben dann beim Orthopäden relativ schnell getestet, dass der Schwindel vom Atlas kommt. Und haben das relativ gut behandelt. Und da muss ich mich korrigieren. Ich habe in einem anderen Video mal gesagt, wir haben das mit Traumil behandelt, das ist falsch. Das Medikament heißt Taumea und ist homöopathisch, hat sehr gut angeschlagen. Jetzt schaue ich mal, ich habe es gerade gegoogelt, ob ich es mal kurz einblenden kann. Genau, aber es ist irgendwie jetzt gerade verschwunden. Taumea heißt es und ja, hat bei mir sehr gut angeschlagen bei Schwindel. Allerdings gab es im Folgenden eben diese wahnsinnigen brutalen Beschwerden, die mich komplett aus dem Leben geschmissen haben, kann man fast sagen. Und ich war dann 2 Monate komplett krank geschrieben, habe meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein viel zu früh angefangen zu arbeiten. Es war also so, dass ich in der Früh ja, erstmal 2 Stunden mich übergeben musste, nachts eigentlich kaum geschlafen habe mit Schweißausbrüchen. Und mich dann am Computer gesetzt habe und gearbeitet habe. Ja, aber auf der anderen Seite bist du, wenn du wartest, bis die Symptome vorbei sind, bei der Krankheit fängst du nie das Arbeiten wieder an, da bleibst du immer krank. Also du musst irgendwann mal wieder rein und musst einfach kämpfen. Ja, ist meine Aussage, wenn es geht. Und natürlich sind jetzt viele hier so krank, dass es einfach nicht mehr möglich ist, dass es einfach vorbei ist und eigentlich einfach nur noch Scheiße ist. Ja. Aber bei mir ist es wirklich auch das ganze Jahr 2020 und auch 2021 waren komplett Scheiße. Ja. Genau. Was habe ich da gemacht? Gleich am Anfang Akupunktur angefangen. Hier war ich bei einer ja, Ärztin, die in China ausgebildet worden ist in Akupunktur. Das heißt, die hat auch Pulstestung gemacht. Die hat nicht einfach wahllos in mich reingestochen, sondern die hat genau gesehen, welche Meridiane nicht passen. Und ich bin immer zu ihr hingegangen, wenn ich mehr wie 3 Tage nichts essen konnte. Also ich hatte den Magen auch komplett, wie gesagt, Übelkeit. Klare, einfach Vagus eigentlich, man sagt immer Vagus-Symptome. Aber ich konnte dann eben nichts mehr essen und dann immer, wenn es mir Angst geworden ist, hat sie mich akupunktiert. In den akuten Phasen, wo ich dann hier noch krankgeschrieben war, konnte ich dann ja nach der Akupunktur 24 Stunden die Augen nicht mehr öffnen, habe nur geschlafen, konnte nicht mal essen, also Trinkessen sowieso nicht, trinken konnte ich nichts, konnte mich nicht bewegen. Und nach 24 Stunden bin ich dann aufgewacht und habe gefrühstückt. Ja, also die Akupunktur war hier in den akuten Phasen extrem sinnvoll. Und ja, meiner Meinung nach hat man Vorteile, wenn man zu jemandem hingeht, der auch über Pulsdiagnostik die Meridiane testen kann. Haben dann über Kinesiologie noch festgestellt, dass ich einen Befall mit Listerien hatte, Bakterien auch. Und diese Bakterien haben wir dann behandelt über pflanzliche Präparate.
auch ein sehr langer Zeitraum, wo hier behandelt worden ist. Aber die haben an der Systematik nichts geändert, die ich da hatte. Ja, zum damaligen Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass ich Kopfgelenksprobleme habe. Ich habe immer gesagt, es kommt vom Nacken, es kommt vom Nacken. Aber was genau vom Nacken war nicht bekannt. Und die Ärzte haben mich da auch alle noch als psychosomatisch eingestuft. Haben auch versucht, mich mit Psychopharmaka zu behandeln. Wie gesagt, habe ich auch dann das probiert, hat nicht funktioniert und bin dann von den harten Psychopharmaka auf pflanzliche Psychopharmaka gegangen. Aber auch das hat keine Veränderung gebracht. Also Listerien hat sehr lang gedauert, aber es ist klar, nachhinein weiß ich, wenn du Kopfgelenksprobleme hast, dann bist du extrem anfällig, der Darm passt nicht. Wir sehen es auch gleich dann im Folgenden. Und dann kommen Fremdbakterien rein und es kommt zu Co-Infektionen. Ja. Weiteres, Nebennieren haben wir getestet, sowohl kinesiologisch als auch schulmedizinisch über die Hormontests. Und das hat katastrophal ausgeschaut mit Cortisol durch die Decke, also alles klassische Hormone, wo man sagt, okay, das könnte auch eine Depression sein. Aber ich war mir relativ klar, dass ich keine Depression habe, sondern dass das irgendwie vom Hals ausgeht und habe aber damals nicht gewusst, dass das sein könnte, ja, dass Kopfgelenksprobleme das verursachen können. Die Nebennieren haben wir aufgebaut mit homöopathischen Medikamenten. Das hat also auch ja, gut 5 Monate gedauert, bis die Nebennieren kinesiologisch getestet wieder klar waren. Wir haben dann keine schulmedizinische Testung der Hormone mehr noch gemacht, weil ich gesagt habe, okay, wenn das kinesiologisch getestet ist, dann kann ich mir die schulmedizinische Testung eigentlich sparen. Es gab eine Behandlung von Schwermetallen. Ich habe dazu ja ein eigenes Video gedreht. Ich kann das Video sehr empfehlen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Damals mit DMSO, also in Tablettenform, über ja 3 Monate hinweg. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das nicht ausreichend war. Ich bin ja gerade dabei, wir kommen dann gleich nochmal drauf, dass ich immer noch mit Schwermetallen zu kämpfen habe und das jetzt seit 3 Monaten nochmal sehr, sehr hart ausleite. Dann hatte ich einen Befall im Darm. Der Darm war auch schwach, war mit Parasiten befallen. Das hat auch länger gedauert, diesen Parasiten loszuwerden. Auch hier 3 Monate. Behandelt wurden, also getestet auch wieder kinesiologisch. Behandelt worden ist es mit schulmedizinischen Medikamenten. Da haben wir nicht herumgefackelt und es hat aber trotzdem 3 Monate gedauert. Ja. Auch hier ist im Nachhinein klar, wenn du Kopfgelenksprobleme hast, sind die Nerven irritiert. Der Darm besteht hauptsächlich aus Nerven. Das irritiert die Nerven im Darm. Zweitens, wenn du eine Vagusnervreizung hast, dann ändert es die Gallenflüssigkeit, also die Menge der Gallenflüssigkeit, die dem Nahrungsbrei zugeschossen wird. Deswegen wird die Nahrung nicht mehr im Darm, vorher nicht mehr richtig vorverdaut, kommt im Darm entweder zu Basis oder zu Sauer an, ändert das Milieu im Darm, ändert die Bakterien im Darm und führt damit dann auch zu Parasitenbefall oder auch durch Befall durch Pilzen. Hier insbesondere Candida, der sich hier immer wieder ausbreitet. Gut. Dann war es so, dass ich in der Zeit hier, wo ich krankgeschrieben war, ich konnte einfach nicht mehr sehen. Das hat mich eigentlich am meisten belastet. Ich konnte nicht mehr rausgehen vor die Tür, konnte nicht mehr, also im Wald gehen war ja völlig unmöglich. Ich konnte auch keinem Auto mehr nachschauen. Und hier habe ich auch was gemacht, was eigentlich total wahnsinnig ist. Also normalerweise fragt man den Orthopäden nicht, können Sie sich die Augen anschauen, aber hier war ich bei einem Orthopäden, der eben auch Applied Kinesiologie macht. Der hat einen Augentest gemacht, wo ich hier der Hand folgen, dem Finger folgen musste mit dem Auge. Und das hat dann sofort zu einer absoluten Panikattacke geführt. Er hat mich zwar mit den Bachblüten-Notfalltropfen wieder zurückholen können, relativ schnell, ja, in einem Normalzustand. Aber ich war so fertig, wir konnten dann keine Behandlung mehr machen und er hat gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du so reagierst bei diesem Test. Entweder du hast ein brutales Trauma erlebt, ja, irgendwie im Krieg, irgendwie viele Tote, ja, oder du hast eine Winkelfehlsichtigkeit und bei mir hat sich dann im Test eben herausgestellt, dass ich Winkelfehlsichtigkeit habe, das heißt,
in der Situation, wo es mich so komplett zerlegt hat, haben sich die Augen verstellt von den Muskeln. Das heißt, das eine Auge hat am anderen Auge mehr wie 3 Zentimeter vorbeigeschaut. Ja, das heißt, ich habe dann Doppelbilder eigentlich gehabt, die das Gehirn wieder gerade rechnen hat müssen. Und damit war das Gehirn überfordert und das Nervensystem ist dann sofort explodiert. Ja. Und als ich diese Prismenbrille dann hatte, war eine große Erleichterung. Ich habe zwar lange gebraucht, bis ich auch in der Ferne habe sehen können, aber in der Nähe habe ich brutal scharf gesehen. So scharf habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich leite davon ab, dass die Kopfgelenke schon lange, viele Jahre blockiert waren und ich verlernt habe, dreidimensional zu sehen. Also ich bin wirklich an dem Tag, wo ich die Brille dann bekommen habe, dreimal in den Wald gegangen, habe mir Bäume angeschaut, ich habe mir Pflanzen angeschaut. Die waren so rund, die waren so im Raum. Ja. Früher habe ich immer Bilder angeschaut, so Spiegelreflexbilder, wo der Baum scharf ist und der Hintergrund unscharf. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist ein Effekt von der Kamera. Dabei habe ich das mit dem Auge auch. Ja. Bloß wenn du einfach nicht dreidimensional siehst, dann siehst du immer den Baum und den Hintergrund. Der Baum ist gar nicht so richtig rausgestellt. Und das war da der Fall und es war gigantisch. Also ich hatte da auch fast Tränen in den Augen, wie man die Welt so wahrnehmen kann, wenn die so dreidimensional ist. Ja. In der Zwischenzeit habe ich keine Winkelfehlsichtigkeitsbrille mehr. Also wir haben kinesiologisch jetzt getestet, dass ich die nicht mehr brauche. Die Brillen sind auch sehr teuer. Und bei mir haben sich auch die Augen oft verändert. Und wenn du jetzt alle 3 Monate eine neue Winkelfehlsichtigkeit brauchst, dann kannst du das finanziell fast nicht stemmen. Und das ist jetzt hier wirklich eine ganz normale Brille mit einfach Sehstärke und bisschen eine Hornhautverkrümmung habe ich. Aber genau, ich werde dazu plane ich eigentlich auch nochmal ein eigenes Video zum Thema Winkelfehlsichtigkeit, weil der Zusammenhang zwischen Augen und insbesondere zweiten Halswirbel, der ist prägnant und sollte auch von den Augenärzten und Optikern noch besser beachtet werden. Genau. Dann hier dritter Versuch, CMD-Schiene. Hier habe ich ja auch ein eigenes Video gemacht. Mein zweiterfolgreichstes Video, wenn man jetzt die Anzahl der Klicks sich anschaut. Da habe ich sehr viel Geld ausgegeben in falsche Behandlungsansätze. Deswegen empfehle ich, wenn du Probleme hast mit dem Biss, hier Verspannungen hast, schau dir das Video CMD an. Kommt sehr gut an. Und ich meine, da ist wirklich sehr viel Erfahrung von mir mit eingeflossen und auch sehr viel, wie gesagt, falsch investiertes Geld, was du vermeiden solltest. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, was ich habe. Und ich habe dann gesagt, okay, ich versuche eine Panchakarma-Kur, die habe ich in Deutschland gemacht, 3 Wochen bei einem Arzt aus Sri Lanka. Also das war auch wirklich die Köchin aus Sri Lanka, der Arzt aus Sri Lanka. Und du musstest auch Englisch sprechen mit dem Therapeuten. Die Therapeuten waren auch alle aus Sri Lanka. Das war wirklich Ayurveda pur, eine Reinigungskur. Was hat sich danach verbessert? Also ich habe mein Gehör zurückbekommen. Ich hatte ja vorher Hörstütze, hatte die tiefen Töne verloren. Die waren dann wieder da. Tinnitus war nicht weg, aber zumindest das Hören war wieder normal. Zweitens, was wir hier die ganzen Monate zwar bearbeitet hatten, aber was wir wirklich nicht lösen haben können, ist in der Tat die Leber, die war auch schwach. Und die Leber haben wir nicht stark gebracht mit Lebermitteln. Und nach der Panchakarma-Kur, schwupp, war die Leber stark, geil. Also das hat die Panchakarma-Kur gebracht, die hat aber keine Änderung der neurologischen Probleme gebracht. Ich bin aber trotzdem wirklich begeistert von Ayurveda, auch hier von der Pulsdiagnostik. Also der Arzt, der hat mir nur den Puls gemessen, hat mir gesagt, oh Uli, heute Nacht hattest einen schlechten Traum. Ich weiß, wir haben das Medikament zu viel dir gegeben. Ich reduziere es und dann träumst du nächste Nacht wieder normal. Und genau so war es. Also absolut fantastische Medizin bei Kopfgelenksinstabilität. Würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und es ist auch sehr teuer. Also da kosten dich die 3 Wochen. Ja, in Deutschland waren es 4.000 Euro. Aber wenn du nach Sri Lanka fliegst, da zahlst du auch 3.000 Euro. Und dann hast du noch die Zeitverschiebung.
Und im Grunde genommen kannst du eh nebenbei keinen Urlaub machen, weil du hast so viele Anwendungen und bist dann so erschöpft von den Anwendungen, dass du da auch nichts von Sri Lanka genießen kannst. Da würde ich dann lieber so separat hinfliegen. Wenn du länger wie 3 Wochen machst, wird es in Sri Lanka wirklich billiger. Also 2 Wochen ist so der Break-Even. Unter 2 Wochen auf jeden Fall in Deutschland. Okay, so, das war 2020, 2021. Da habe ich dann gesagt, Mensch, ich muss diese Nackenschmerzen in den Griff bekommen. Ich mache eine Blutegelbehandlung. 2 Behandlungen gemacht, einmal mit 5 Blutegel und dann, okay, ich bin da wirklich, Kopfgelenkspatienten sind da ein bisschen härter, glaube ich. Ich glaube, da waren es 23 Blutegel, was ich mir da hingeknallt habe. Hat die Schmerzen verschlechtert. Hat die Schmerzen verschlechtert und ja, ich habe geblutet wie ein Schwein. Also würde ich nicht mehr machen. Extrem, extrem geblutet danach und keine Schmerzlinderung, keine Veränderung. Ja. Das war die Blutegelbehandlung. Dann war ich bei einem weiteren Ausbilder von meiner Frau, wirklich das Phänomen im Bereich Applied Kinesiologie, ist Ausbilder, hat sich spezialisiert auf alternative Krebstherapie. Es gibt viel, was man ergänzend zu der schulmedizinischen Krebstherapie noch alternativ machen kann. Also jetzt nicht als Substitut, sondern als Ergänzung. Ja, einfach nochmal Alternativmedizin draufsetzen. Und da ist ganz eng auch Borreliose verbunden, wo er auch spezialisiert ist. Und der hat eben festgestellt, dass ich Borreliose noch habe, obwohl sie vorher schon zweimal behandelt worden ist. Schulmedizinisch konnten wir es nicht nachweisen. Auch hierzu habe ich ein eigenes Video gemacht. Das Video heißt Borreliose und Schwermetalle und Kopfgelenksinstabilität. Ich kann es nochmal empfehlen. Wir haben festgestellt, dass viele Kopfgelenkspatienten auch Borreliose haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die Kopfgelenksinstabilität von der Borreliose herrührt. Ich glaube aber, dass Kopfgelenkspatienten ein besonders schwaches Immunsystem haben und dann einfach anfälliger sind auch für Borreliose. Ja. Und wir haben auch getestet, dass die Borreliose im Nacken sitzt, also dass da die Bakterien sind. Das kann man mit Applied Kinesiologie testen. Und was soll ich sagen? Der Arzt hat gesagt, okay, Borreliose hat ähnliche Symptome wie Kopfgelenksinstabilität, Schweißausbrüche und so weiter. Deswegen hat er geglaubt, dass hier die Nerven irritiert werden im Nacken durch die Borreliose. Und dann haben wir das behandelt. Wie gesagt, die Behandlung habe ich ganz genau beschrieben. Aber hier, das hat auch ja 4 Monate gedauert. Das war wirklich auch wieder mit dem Hammer hier mit wirklich ja, über 3 Monate Antibiotikum und hat zu keiner Veränderung geführt. Aber nochmal, man muss Borreliose behandeln, auch die chronische Form, weil das akute Entzündungen im Körper hat Stoffwechselprozesse reduziert. Und die Mitochondrien auch weiter schädigt. Die sind ja schon geschädigt durch die Kopfgelenksinstabilität. Also von daher muss man das Thema behandeln. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist halt nur immer so, man denkt, wow, man hat es jetzt gefunden. Borreliose ist der Knaller. Also wenn ich das jetzt behandle, dann bin ich gesund. Und es ist halt nicht so. Ja. Und das ist halt dann immer sehr enttäuschend. Der Arzt hat auch festgestellt, dass ich eine Injury habe. Ich habe hier, ich schaue mal, ob man es sieht. Ich weiß es nicht. Da habe ich noch eine Narbe am Kinn. Es war ein Fahrradunfall im 6. Lebensjahr. Und wir haben eben festgestellt, dass hier eine Verbindung ist zum Nacken. Ja, man kann das messen, auch wieder über Applied Kinesiologie. Und er hat einen Injury Recall gemacht, also mit einem Injury Recall sagst du dem Gehirn, pass mal auf, da ist keine Verbindung mehr. Und das ist wieder alles okay. Also du musst jetzt keine Schonhaltung mehr einnehmen. Aber der Injury Recall hat jetzt auch keine Verbesserung gebracht. Gut, dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie eine Lösung finden. Ich hatte einen Chirotherapeuten am Chiemsee, wenn der mich eingerenkt hat, das ist der mit dem Kollegen bei der CMD zusammenarbeitet, also mit dem Zahnarzt. Dann ging es mir immer besser und jetzt habe ich versucht, jemanden zu finden hier in der Gegend, der das so macht, aber habe keinen gefunden. Ich habe aber einen gefunden, der mir den zweiten Halswirbel einrenken konnte
Und immer wenn er das gemacht hat, waren die Symptome 2, 3 Tage besser. Und ich habe wirklich jede Woche das hart eindrücken lassen und habe gesagt, okay, ich kann so nicht weitermachen, ich brauche irgendwie eine Alternative. Habe dann mit der Poltherapie angefangen. Auch hierzu habe ich ja schon ein eigenes Video gedreht. Ich kann das sehr empfehlen zum Thema also Körperhaltung, also Veränderung der Körperhaltung. Ja. Aufrechtes Stehen, aufrechter Gang, Verklebungen lösen, fasziale Verklebungen lösen. Kann das Video auch hier nur empfehlen. Habe also angefangen, den Körper aufzurichten, nachdem ich vorher so krumm war. Und ja, das hat, hab ich, bin ich eigentlich immer noch dran, die Faszien aufzurichten. Und die Pultherapie habe ich gut 9 Monate aktiv gemacht bei eben der Kollegin, die ich interviewt habe in München. Genau. Ja. Ich habe gesagt, ich brauche eine Alternative zur Schildertherapie. Ich kann mich nicht wöchentlich einrenken lassen. Und zu der Zeit hat dann meine Frau auch schon mit der Ausbildung zur Applied Kinesiologie begonnen und hat erste Erfahrungen gesammelt und hat es dann, damals konnten wir eben noch nicht C0, C1 justieren. Aber sie hat festgestellt, dass C2 ein Problem macht. Das war hier diese Stelle hier, ja, und hier diese Stelle. Und über Applied Kinesiologie konnten wir testen, in welche Richtung wir denn das korrigieren müssen, in welche Richtung muss ich drücken, damit es dann der Struktur besser geht. Und immer wenn sie das gemacht hatte, waren dann die neurologischen Probleme besser. Das Ganze war natürlich sehr belastend für meine Frau, weil sie musste den zweiten Wirbel täglich korrigieren, jeden Abend und wenn es mir nachts schlecht ginge, auch in der Nacht. Ja, das ist nicht gut für eine Beziehung, das kann ich euch sagen. Ja. Und da gilt es einen großen Dank an meine Frau. In der Zwischenzeit, nach einem Jahr, hält der zweite Wirbel. Wie gesagt, ich habe jetzt noch das Problem oben drüber, zwischen C0 und C1, dass es den Kopf noch verschiebt. Und ich hoffe aber auch, dass wir da weiterkommen. Ja, in dem Zeitraum hier, September, Oktober, November habe ich die Videos aus den USA gesehen zum Thema Kopfgelenksinstabilität und mir war eigentlich klar, also das ist es. Also das ist es, ja. Und habe lange gebraucht, um überhaupt herauszufinden, dass es in Deutschland sowas gibt wie das Thema Upright MRT und ob es einen Arzt gibt, der das überhaupt lesen kann und habe da den Herrn Rollbeck gefunden, der dann auch mich also ja, überwiesen hat aufs Upright MRT. Und ja, da hat der Neurologe dann, Entschuldigung, der Radiologe hat mir dann auch schon gesagt, dass es eine Auffälligkeit am MRT gibt, wo er sagt, er glaubt, dass es daherkommt. Und da hatte ich das erste Mal eben eine Art Beweis, dass es von der oberen Halswirbelsäule kommt. Ja, was für mich ein total emotionaler Moment war, weil, ja, was soll ich sagen? Du sagst, jahrelang, pass mal auf, es ist die obere Halswirbelsäule und jeder sagt, nee, es ist die Psyche bei dir. Ja, bist du ein bisschen ein Stressmacher und Mensch, mach mal ruhiger und nimm mal die Psychopharmaka. Und ja, dann das erste Mal schulmedizinisch auch eventuell klar, dass da was ist, weil vorher war ich nur noch alternativmedizinisch unterwegs, weil schulmedizinisch ist ja bloß, du bist psychisch, du hast es psychisch. Ne? Und ja, das war schon ziemlich einschneidend. Ja. Und von daher war dann die Behandlung schon eher zielgerichteter. Und ich komme jetzt eben auf das Jahr 22. Da sind nochmal Darmparasiten aufgetreten. Die haben wir dann hier behandelt. Und ich habe dann beim Herrn Rollbeck PRP bekommen, also Injektionen von filtrierten Eigenblut, was Stammzellen anlocken soll. Ich habe da 12, 13 Injektionen bekommen. Hat mich eine Stange Geld gekostet, 4.500 Euro. Und ja, hat leider nichts geholfen. Ja. Der Herr Rollbeck ist ja leider verstorben. Dann nach der 12. Behandlung und ich konnte die Behandlung nicht fortführen. Da ist schon eine Welt für mich zusammengebrochen, weil es war der Behandlungsansatz und dann ist der verstorben und er hat selbst gesagt, es gibt nur noch einen in Europa, der das so macht wie er.
Und da war ich in einem ziemlichen Loch. Ja. Fliegst du dann nach USA, machst du weiter, wie viel Geld investierst du noch, wann gibst du auf? Das waren so Fragen, die ich mir dann gestellt hatte. Und ja, von daher gab es dann erstmal auch eine Lücke. Aber ja, ich bin jemand, der nie wirklich sich lang durchhängen lässt und habe mich wieder aufgerafft und bin nochmal zu einer Ausbilderin von meiner Frau gekommen. Da liegt gerade eine Anfrage vor, ob wir ein Video dazu machen. Die hat nämlich bei mir nochmal ein brutales Störfeld gefunden, das sind die Mandelnarben, die auch eine Beinlängendifferenz verursachen. Und die Beinlängendifferenz kommt daher, dass die Mandeln bei geöffnetem Mund die Lage des Atlases verändern und damit die ganze Wirbelsäule. Und wie gesagt, ich halte das für sehr wissenswert, auch wenn dann die Behandlung nicht zu einer brutalen Stabilitätsverbesserung geführt hat. Aber ihr seht, wir haben hier sehr, sehr lang behandeln müssen, weil es war ein brutales Störfeld. Also es ist fast ein halbes Jahr. Ich habe hier 30 Injektionen in den Mund bekommen. Jetzt ist die Beinlängendifferenz weg bei geöffnetem Mund. Die Mandeln sind entstört. Das Lymphsystem funktioniert wieder. Ja, ich halte es für sehr wichtig, alle Störfelder, insbesondere in dem Bereich da oben, auszuschließen. Ja, es geht einfach darum, das Fass ist voll. Wir müssen schauen, dass das Fass nicht überläuft und da müssen wir schön alle Probleme rausschöpfen. Und die Mandelnarben könnten ein Problem sein. Die machen dir die Bänder nicht fest, aber es ist ein Einfluss, der vielleicht noch zusätzlich stört. Ja, und ich glaube, es gibt keine schnelle Lösung für das Thema Kopfgelenksinstabilität. Ne? Dass du irgendwo hingehst und dann sagt einer, ah, hier ist es, ne? Justiere dich mal, hält, passt, kannst du vergessen. So, es geht darum, dass du immer wieder langsam über viele, viele Monate, Jahre immer leicht Verbesserungen kriegst und alles ausschließt. Und so habe ich eben die Mandelnarben hier ausgeschlossen. Und es ist im Zielgebiet. Und wenn ich hier eine Injektion reinbekommen habe, ja, hier, dann habe ich in der Nacht einen Angstzustand bekommen. Ja, das heißt, es ist absolut die Zielzone. Ja. Und deswegen möchte ich hier auch das nochmal, möchte nochmal einen Beitrag machen. So. Was dann meine Frau noch festgestellt hat, der Bauchnabel stört auch noch. Ne? Bauchnabel ist auch eine Narbe. Und hier habe ich auch viele Injektionen gebraucht. Das haben wir dann selber gemacht. Das waren ja, 14 Injektionen. Und dann haben wir das auch gelöst. Ich hätte gesagt, ich habe nochmal einen weiteren Therapeuten aufgesucht, der nach Dr. Klinghardt arbeitet. Und der hat festgestellt, dass ich ein Problem in meinen Glaubenssätzen habe. Also bei dem Satz, ich darf gesund und glücklich leben, reagiert mein Körper mit Schwäche im kinesiologischen Muskeltest. Und das bedeutet, das verursacht Stress bei mir. Ja? Und wenn ich schon nicht selber daran glaube, in meinem Unterbewusstsein, dass ich es schaffen kann, dann werde ich es auch nicht schaffen. Und hier habe ich über den Zeitraum von 3 Monaten Glaubensarbeit leisten müssen. Also ich musste mir einen Satz regelmäßig vorsagen und dabei Akupunkturpunkte klopfen, bis der Satz bei mir keinen Stress mehr verursacht hat. Das hat auch jetzt funktioniert. Und ja, also da sind noch ein paar andere Sachen gelaufen, die wir da bearbeitet haben. Vielleicht kriege ich den Therapeuten auch mal zum Interview. Die ganze Sache ist dann schon wirklich, boah, brutal heftig, weil wir haben noch ein paar andere Sachen gefunden. Und wenn du jetzt dich noch nicht so mit ja, Kinesiologie nach Klinghardt beschafft hast, wirken die echt ziemlich strange für dich. Aber für mich ist überhaupt nichts mehr strange auf der Welt, muss ich dir ehrlich sagen. Denn wir haben noch eine Verbindung gefunden zu einer Seele, die noch an mir gehaftet ist und die sich eben auch im Bauchnabel manifestiert hat und auch hier in den Mandelnarben. Und nachdem wir das aufgelöst haben, also auf diese Übertragung, die hier von der Seele stattgefunden hat und auch von Ahnen,
konnten wir den Bauchnabel und die Mandeln auch endgültig entstören. Ja. Muss man jetzt nicht zu tief darauf eingehen, ansonsten glaubt ihr noch hier in dem Kanal, jetzt fange ich an, esoterisch zu werden. Für mich ist das nichts mehr Esoterisches. Gell? Aber wie gesagt, wenn man so viele Ärzte hinter sich hat und so viel gesehen hat, auch mit so vielen unterschiedlichen Medizinen. Ich meine, ich war in Shanghai bei Ärzten, ich war Peking, war ich bei Chinesen. Und für mich hat jede Medizin hat was. Es ist also nie irgendwo Ludo dabei. Also selbst wenn ich in Afrika bei dem Schamanen wäre, da war ich jetzt noch nicht, ja, da sind Sachen dran, die sind nicht von der Hand zu weisen. Ja. Genau, also deswegen interessiere ich mich da für alles und das ist unglaublich interessant, sich damit einzuarbeiten, Übertragung von Ahnen und so weiter. Wie gesagt, möchte ich jetzt hier aber nicht brutal drauf eingehen, weil es für euch wahrscheinlich ein bisschen strange wirkt. Ja, wie gesagt, bei dem Arzt haben wir eben aber trotzdem auch festgestellt, dass noch eine Schwermetallbelastung da ist. Und ich habe dir ja im letzten Video oder in einem der letzten Videos auch vorgestellt, was ich da alles mache. Nee, das war das Thema Schwermetalle, wo ich auch darauf eingehe. Und jetzt seit Januar mache ich eine sehr harte Ausleitung von Schwermetallen, sehr hart mit Infusionen, mit also wirklich Bazooka. Und das hat mich auch Januar, Februar richtig umgehaut. Da war ich sehr oft krank. Musste die Behandlung auch wieder unterbrechen. Ich habe dann wieder angefangen. Das hat mich sehr geschwächt, Leute. Also da muss wirklich was drin sein. Und bin leider noch nicht durch. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier hinlang und teste mich, habe ich hier in dem Bereich immer noch Schwermetalle. Ich habe im Gehirn noch Schwermetalle. Ich habe im linken Auge noch Schwermetalle. Und die gilt es jetzt hier rauszuholen. Und es ist sehr, sehr schwer, diese Schwermetalle rauszuholen. Aber auch hier weiß ich, ich muss das tun. Es wird die Kopfgelenke wahrscheinlich nicht festmachen, aber ich muss das tun, weil die ganzen Stoffwechselprozesse blockiert werden, weil es später mal zu Alzheimer kommen kann, zu Demenz und ja, Nerven nicht mehr so frei interagieren können, weil Botenstoffe nicht mehr richtig produziert werden können. Also da kann man sicherlich noch voll drauf eingehen, aber ich will die Sache rauskriegen und ich bleibe da dran, auch wenn es jetzt langsam wirklich nervig wird, nach, ja, es sind schon 4 Monate, diese harte Ausleitung zu machen. Und es geht auch wieder ziemlich ins Geld. Ich habe schon mal gesagt, nur die Medikamente, 600 Euro, die Behandlung führt meine Frau durch, aber es ist wirklich hart, ja. Mit Infusionen und Tabletten und Pulvern und so weiter. Ja, okay. Dann hatte ich es ja vorgestellt, in meinem Video haben wir jetzt die Medikamente von Vala bekommen und ja, ich habe jetzt angefangen, eben hier in dem Bereich den Sympathikus zu behandeln, um zu versuchen, hier diese Stelle frei zu machen, die immer noch mit Schwäche reagiert in der kinesiologischen Testung. Und ja, bin da jetzt dabei und jetzt mache ich hier so einen senkrechten Strich. Ich habe jetzt seit Mitte April eine neue Diagnose. Ich war also nochmal bei einem der Spezialisten in Deutschland. Ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt alles hier vorbereitet. Ja. Ich bin jetzt vom Körper fit. Ich habe den Darm solide. Der Darm ist ganz wichtig, dass der Nacken heilt. Das hat der Herr Rollbeck schon immer gesagt, dass er erst im hohen Alter drauf gekommen ist, dass der Darm absolut gesund sein muss, damit der Nacken heilt. Ich habe ja Schwermetalle einigermaßen im Griff. Ich habe die Leber stabil, ich habe die Nieren stabil, ich habe die Injuries behandelt, ich habe auch, das habe ich hier gar nicht aufgeführt, alle Narben entstört. Und jetzt bin ich eigentlich bereit für eine Prolotherapie. Und war eigentlich da bei dem Experten in Deutschland, der mich eben nochmal justiert hat, ja, die Kopfgelenke entblockiert hat und dann nochmal ein Sandbänkeröntgen durchgeführt hat und gesagt hat, er sieht keine Instabilität. Ja. Er hat sich auch nochmal das Upright MRT angeschaut, da sieht er eine leichte Instabilität in Rechtsrotation. Aber die sieht er jetzt am Sandbergröntgen nicht mehr und das hat mich natürlich jetzt nochmal komplett durcheinander gebracht. Ich muss das so sagen. Deswegen habe ich auch in den letzten Videos immer wieder die Frage gestellt, zum Beispiel Zeteno oder die Frau Ott Oechsle oder auch Montasem, gibt es eine rein muskuläre Instabilität? Und die haben jetzt eigentlich das gesagt,
sehen sie so nicht. Ja. Aber für mich ist es durchaus möglich, insbesondere weil mein ganzer Körper fasziell verklebt ist. Also ein Balken, der hier komplett seit 2 Jahren durchgeht, ist das Thema Faszien, Faszienverklebungen am Körper. Und der Therapeut, mit dem ich hier die Glaubensarbeit mache, Schwermetallausleitung, der hat auch festgestellt, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe. Weil Gluten, jetzt, ich habe keine Allergie, sondern Gluten verklebt bei mir das Bindegewebe. Ja? Und also bei mir ist alles verklebt. Also von dem Fuß ganz unten, von der Sohle, Wade, Schienbein, Oberschenkel außen, innen, Bauch, Brust. Es ist das gesamte fasziale Gewebe am Körper verklebt und deswegen kann ich jetzt nicht ausschließen, dass bei mir der Nacken faszial auch noch verklebt ist. Ja, also ja, was ich dem Arzt wirklich hoch herhalte, ist, dass er mich jetzt nicht einfach gespritzt hat. Ja, hätte er ja machen können, kann er gut abrechnen. Ja, sondern dass er gesagt hat, nee, er sieht es muskulär und ich soll manuelle Behandlungen der Kopfgelenke durchführen. Das wird jetzt eine schwierige Sache, weil jetzt musst du jemanden haben, den ich da vertraue. Ja, das ist jetzt nicht so einfach Physiotherapie, wo du sagst, okay, ich massiere da mal, sondern es geht darum, gezielt die Kopfgelenke zu entblockieren über manuelle Behandlungen. Und er hat da extra mit einer Therapeutin hier in meiner Gegend Kontakt aufgenommen, wo er die gefragt hat, geprüft hat, ja, ob die das kann. Und ja, mit der werde ich jetzt Termine ausmachen und dann werden wir das Thema ja angehen. Ein weiteres Thema, was ich eben noch festgestellt habe, ist, dass die Innenrotation bei mir im Becken null ist und dass mir das erstens die Knie kaputt macht und die untere Wirbelsäule und natürlich das Becken, ist klar. Wenn die untere Wirbelsäule nicht gut funktioniert, funktioniert auch die obere Wirbelsäule nicht gut. Also das hängt ja zusammen. Und da arbeiten wir jetzt auch noch mal dran. Ja. Also ich muss das jetzt einfach machen und werde dann schauen. Ihr meint, rein theoretisch könnte man es in einem halben Jahr schaffen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mir das hier anschaut, bei mir geht nichts schnell. Ja. Also es geht nichts schnell. Und von daher, ja, werde ich jetzt geduldig diese Behandlungen durchziehen. Und ich hoffe, dass er wirklich recht hat. Ja, ich hoffe, dass er recht hat. Und dann hätten wir echt die Breaking News, dass es eine Instabilität gibt, die rein muskulär, fasziell getrieben sein kann. Und dass es das wirklich gibt. Ja. Ich habe hier unten nochmal so richtig gemessen, habe ich das erst hier, habe ich das so richtig aufgezeichnet, habe ich die Zeitpunkte mir reingeschrieben, wo es mir den Kopf verrückt hat, also wo der Kopf verschoben war. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, hier am 14.03., da war es eine Halskrause. Ja? Da hatte ich mir eine Halskrause gekauft, habe die angelegt und habe gesagt, Mensch, hey, ich schlafe mal mit Halskrause, dann kann ich mir den Kopf nicht verlegen nachts. Nur, dass die Halskrause den Kopf so ein bisschen nach hinten gedrückt hat, ja, und nicht so nach vorne rein. So. Und das ist ganz schlecht gewesen. Also ich habe mich da 2 Wochen komplett abgeschossen. Also komplett abgeschossen. Ja. Und also ich muss ja immer so schlafen. Ne? So nach hinten. Ja, also auch kein Kissen. Wenn ich ein Kissen habe, das zu hoch ist, dann verschiebt es mir den Kopf. Also ich muss immer so schlafen und darf auch nicht nach links und rechts kippen. Und hier habe ich dann eben falsche Liegeposition. Dann habe ich hier mal am 30.08., da gibt es ja von Blackroll ein Kissen. Und ein Kumpel von mir hat gesagt, das ist super geil. Seitdem er das hat, ist der Tinnitus besser und super geil für den Nacken. Und das ist auch absolut super, das Kissen. Aber leider kann man es in der Höhe nicht verstellen. Und es ist eine Idee zu hoch. Und dann drückt es mir den Schädel nach vorne. Und dann schiebt es mir einfach den Kopf über den Atlas nach vorne. Habe ich zurückschicken müssen, haben sie auch zurückgenommen, obwohl ich schon drauf gelegen bin. Ansonsten ein super geiles Kissen, für mich aber nicht geeignet. Ja. Dann hier
habe ich meinem Sohn eine gute Nachtgeschichte vorgelesen, in seinem Bett, auf seinem Kissen, bin leider eingeschlafen, abgeschossen. Ja. Dann da hat mich meine Mutter massiert, bin ich seitlich gelegen und wahrscheinlich schlechtes Kissen gehabt, abgeschossen. Ja. Hier bei uns auf der Couch unten eingeschlafen, abgeschossen. Ja. Genau, dann ja, hier war ich in der Badewanne, eingeschlafen, abgeschossen. Ja. Und so geht es weiter. Badewanne war zweimal und dann jetzt habe ich es probiert mal im Fitnessstudio. Also ich muss ja mal wieder irgendwo auch Muskeln aufbauen und ich habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal im Fitnessstudio. Irgendwas ist falsch gelaufen, abgeschossen. Ich werde es wieder probieren. Ich gehe wieder ins Fitnessstudio und ich prüfe wieder, welche Übung ich nicht machen darf. Ich werde jetzt nicht das Fitnessstudio vermeiden, nur weil ich mich abgeschossen habe. Aber ich werde nach dem Fitnessstudio, ja, werde ich mich durch meine Frau testen lassen, ob der Schädel richtig sitzt. Und dann gehe ich erst ins Bett. Ja. Genau. Also das ist so der Status bei mir. Wie gesagt, neue Diagnose. Bin auch sehr durcheinander. Nehme das Thema aber sehr ernst und hoffe. Ich habe das Vertrauen in den Spezialisten, dass er hier die richtige Diagnose hat und dass mir die Therapie hilft. Und ja, also das war so ein bisschen das Update jetzt zu meiner Person, weil ich werde von einigen von euch angeschrieben, Mensch, Uli, wie geht's denn dir? Was machst du gerade? Und da wollte ich jetzt mal ein Update geben. Ja, das ist jetzt nicht der klassische Behandlungsverlauf, wie ihr ihn bei HWS-Ärzten bekommt, ne? Weil die sagen ja entweder Prolo oder Muskeltraining oder ja, was gibt es noch? Tiefenmuskulaturtraining, Prolo, Atlastherapie, ja, das wären so die klassischen Vorgehensweisen. Ich bin eher so in der Richtung auch Andreas Schlechter, der hat ja auch Videos gemacht, wo man sagt, okay, also erstmal die chronischen Entzündungen raus, Borreliose, Schwermetalle, Darm aufbauen, Nebennieren aufbauen, Leber aufbauen und dann bist du eigentlich erst fähig, CMD auf jeden Fall, CMD, ja, und dann bist du erst fähig für eine Prolotherapie, wenn eine Instabilität vorliegt. Es bringt ja nichts, wenn da Borrelien immer noch an deinen Bändern rumfressen und du machst eine Prolo. Es bringt auch nichts, wenn du eine Prolo machst, baust Strukturen auf und hast noch eine Fetzen-CMD, die da die Strukturen da hinten sehr schnell wieder zerstören. Das ist meine Philosophie. Ja. Keine Ahnung, ob es richtig ist oder falsch. Ich gehe den Weg, ich gehe den Weg weiter und teile mein Wissen hier. Und wenn sich das alles als falsch herausstellt, dann wisst ihr wenigstens, dass alles falsch war. Ne? Okay, Leute, also das war's. War jetzt doch auch wieder 50 Minuten. Aber das war das Update zu mir und ja, ich halte euch da weiterhin informiert. Bedanke mich bei euch. Hoffe, es hat euch was gebracht. Vielleicht habt ihr Parallelen. Und würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch was gebracht hat, lasst mir einen Like da, gebt mir einen Kommentar, schenkt mir ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch, werdet wieder gesund.